Schön, dass ihr da seid. Uns freut es auch mal wieder, sonntagsmorgens Gottesdienst zu haben. Ist einfach eine gute Zeit, den Sonntag mit dem Herrn und so einen Gottesdienst zu beginnen. Ja, so habe ich ein gutes Thema für uns. Christen suchen ihr Glück bei Gott. Amen. Ist das so? Ja. Ja, Gott nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Ja, oder wenn wir wie David sagen können, im Psalm 16, 1 und 2, beschütze mich Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht. Ja? Suchen wir die Zuflucht beim Herrn. Ja? Und in ihm sind wir wohl behütet. Habe ich mal ein Ding gemacht mit zwei Hüten. Ja? Und dann sagt David in Vers 2, ich bekenne, du bist mein Herr und mein ganzes Glück. Ja? Du bist mein Herr und mein ganzes Glück. Und es liegt wirklich Gott daran, dass wir glücklich sind, dass wir Freude empfangen, dass wir Leben haben, dass wir das Leben, die Fülle haben und dass wir Freude haben. Ja? Eure Freude lasse ich euch, aber meine Freude gebe ich euch hinzu. Und wenn wir zu Gott kommen, dann fließt immer wieder neue Freude in unser Herz. Und das ist wirklich so. Und heute wollen wir uns ansehen, was sagt Jesus uns über Glück oder über glücklich sein. Ja, da wollen wir uns die Seligpreisungen ansehen. Okay? Ja? Jesus begann seine Bergpredigt mit den Seligpreisungen. Ja? Wenn wir lesen in Matthäus Kapitel 5, wenn er dort anfängt mit seiner Bergpredigt, dann fängt er so an. Ja? Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn. Dann begann er, sie mit den folgenden Worten zu lehren. Okay? Ja? Also, die Theologie des Zimmermanns, ja, ist immer eine Theologie für den Menschen. Er hat immer Gutes für den Menschen. Und das ist wirklich so. Nirgendwo lesen wir in der Bibel, dass Jesus irgendeinen Menschen etwas weggenommen hat, das ihn glücklich gemacht hat. Er hat ihm immer was gegeben. Jesus kam und hat den Menschen wohlgetan. Er hat den Menschen geholfen. Er hat sie immer wieder erbaut. Er hat den Menschen Mut gemacht. Er hat sie von Krankheiten geheilt. Von allen Krankheiten, von allen Gebrechen. Ja? Den Menschen ihre Sünden vergeben. Und er hat den Menschen immer wieder neue Hoffnung vermittelt. Und so ist es immer gut, wenn Menschen zu Jesus kommen, ja? Und mit ihm eine lebendige Beziehung anfangen. Eine Beziehung, die wirklich Hoffnung gibt. Ja? Den Segensruf hier in den Seligpreisungen gibt der Luthertext weiter mit selig sind. Ja? Selig sind ist eigentlich viel zu kurz gegriffen, ja, wenn wir das so lesen. Richtig ist, glücklich zu preisen sind. Ja? Wenn wir das aus dem Urtext holen, die Elberfelder Studienbibel sagt, für glückselig Makarios, ja? Oder Makariotes. Glückseligkeit. Das bedeutet völlige Zufriedenheit besitzend. Makarismos, Seligpreisungen. Ja? Und so ist es eigentlich. Und so habe ich uns auch mal zwei Übersetzungen da hingeschrieben von diesen Seligpreisungen. Es sind ja 9 Seligpreisungen. Da habe ich mal die Hoffnung für alle gewählt und unten drunter der Luthertext. Ja? Die gute Nachricht zum Beispiel, die sagt, freuen dürfen sich alle, die. Ja? Das ist auch immer, da fließt etwas wie Freude, fließt Glück, wenn wir das tun. Ja? Wenn wir diese Voraussetzung haben. Und das, was Jesus hier sagt, das steht eigentlich im Gegensatz zu dem, was so das allgemeine Verständnis ist über Glück. Ja? Er hat hier ganz andere Aussagen, wie wir sie so in unserer Gesellschaft kennen. Und darum ist es so wichtig, dass diese Worte tief, tief in unser Herz fließen und dass wir diese Maßstäbe als Glück empfangen, ja? Und dass wir das im Herzen tragen. Ja? Fangen wir mal an mit der ersten Seligpreisung. Hoffnung für alle, sagt Matthäus 5, Vers 3, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Ja? Glücklich sind alle. Ja? Die Luther sagt es so, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Früher habe ich immer gedacht, selig sind die, die so ein bisschen
geistlich nicht ganz klar sind oder wir sind benebelt sind, ja, will man so ausdrücken, denn ihnen gehört das Himmelreich. Aber hier ist was anderes gemeint, ja. Was meint Jesus hier, ja? Das ist interessant, dass man wirklich bei Gott dir seine Gegenwart sucht. Ich finde auch, dass die gute Nachricht das gut ausdrückt. Sie sagt hier zum Beispiel, freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten und nichts von sich selbst. Denn sie werden mit ihm in der neuen Welt leben. Ja? Das ist, glaube ich, eine gute Übersetzung, eine gute Übertragung. Selig sind die, die von Gott alles erwarten, die nicht unabhängig von ihm leben, sondern die in seiner Abhängigkeit leben, die den Segen von ihm erwarten. Und dieser Segen fängt an, wenn man Weisheit und Erkenntnis bei Gott sucht. Wenn man in seinem Wort die Wahrheit sucht. In Sprüche 1, Vers 7 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Ja? Die Furcht des Herrn, wenn ich Gottes Furcht habe, nicht, dass ich Angst vor ihm habe, sondern dass ich seine Gebote und sein Wort achte und schätze. Und dass ich das respektiere und dass ich das in mein Leben reinnehme. Ja? Die Apostelgeschichte 2,43 von der ersten Gemeinde heißt es, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Ich glaube, um Gott richtig zu erfahren und ihn zu erleben in seinem Leben, ja, müssen wir eine tiefe Ehrfurcht vor ihm haben. Denn er ist der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott. Er ist dreimal heilig und er hat Himmel und Erde geschaffen. Und vor ihm dürfen wir Ehrfurcht und Respekt haben. Und da fängt das Glücklichsein an. Da fließt auch Glück in unser Leben, okay? Das müssen wir einfach mal so erkennen. Zweitens, in der zweiten Seligpreisung sagt Jesus, glücklich sind, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost empfinden. Ja? Die Luther-Übersetzung sagt, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ja, die Anteilnahme haben, ja, an dem Leid dieser Welt, die Anteil haben an der Not dieser Welt, die vor der Not und vor dem Leid und vor, ja, vor hilfsbedürftigen Menschen nicht die Augen verschließen, sondern daran Anteil nehmen. Ja? Denn sie werden Trost finden und sie werden von Gott getröstet werden. Ja, okay? Das ist einfach mal gut zu erkennen, dass wir wirklich, Gott sucht Barmherzigkeit bei uns. Jesus selbst war vielleicht der barmherzigste Mensch, der hier auf dieser Erde wandelte. Ja? Und er ist uns auch ein Vorbild in Barmherzigkeit. Wie er mit den Menschen umging, er war voller Barmherzigkeit. Ja? In Jesaja 41, Vers 10 heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark und ich helfe dir. Ja? Und diese Zusage gilt immer, wenn wir zu Gott kommen. Ja? Er will uns immer helfen. Er will uns aufrichten. Wichtig ist, dass wir als Menschen sagen, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Weisung, ich brauche deine Führung, ich brauche deine Begleitung. Ja? Leider ist das heute oft so, dass Menschen gar nicht mehr seine Hilfe brauchen oder sie wollen. Weil sie sind ja abgesichert, sind versorgt, sie haben Versicherungen in alle Richtungen, was brauche ich dann auch Gott? Das ist ein großes Problem, sie leben in Unabhängigkeit von Gott. Und Gott kann ihnen nicht helfen, weil sie ja nicht die Hilfe bei ihm suchen. Okay? Drittens, die dritte Seligpreisung. Glücklich sind die, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Ja? Ich glaube, ein bisschen näher übersetzt ist hier die Luther-Übersetzung. Sie sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Ja? Sanftmütigen, ja? Jesus bezeichnete sich selbst als sanftmütig und von Herzen demütig. Okay? Was bedeutet das, Sanftmut zu haben? Barmherzigkeit. Ja? Das heißt, dass auch wir bereit sind, den Menschen zu helfen. Ja? Menschen sind halt oft so wie dieser Esel, ja? Sie laden sich Lasten auf, sind vollgepackt mit Sorgen, Ängsten, manche sind geknechtet mit Sünde und Süchten,
ja, und führen sich selbst unter solche Lasten wie dem Esel. Da wird einfach zu viel aufgepackt, ja, und dann hängt er in der Luft und packt es nicht mehr in seinem Leben. Ich kenne so viele Menschen, die leiden an Depressionen und sehen alles dunkel, weil sie auch mit ihren Süchten, mit ihren Gebundenheiten, mit ihren Sünden, mit ihrer Unversöhnlichkeit, mit ihrer Hartherzigkeit, ihre Verletzungen mit sich tragen und sie nicht bei Gott abgeben. Ja? Aber ich denke, eine Liebesbeziehung mit Gott führt heraus aus Niedergeschlagenheit und aus Depression. Und der Herr will uns da helfen. Er will uns aufrichten. Jesus sagt hier in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben in euren Seelen. Ich will euch begegnen, ich will euch hochziehen. Ja? Jesus will uns alle unsere Lasten abnehmen, ob es Ängste sind oder Süchte. Er will uns frei machen. Er will uns herausführen aus der Knechtschaft. Er ist gekommen, um die Gefangenen in Freiheit zu führen. Und er will, dass wir mit ihm eingejocht werden. Ja, okay? Dieses Eingejochtsein mit Jesus, vielleicht kennt ihr das so von Ochsengespann oder von zwei Pferden, die zusammen eingejocht sind und einen Wagen ziehen. Ja? Dieses Bild benutzt einfach auch Jesus. Ja? Er will mit uns eingejocht sein. Ja? Wenn wir da mit ihm eingejocht sind, dann wird er die Hauptlast tragen. Aber wir müssen uns mit ihm zusammenlaufen. Nicht mehr in Unabhängigkeit, sondern mit ihm das Leben teilen. Und dann will er die Hauptlast ziehen. Ja? Und das ist so eine schöne Aussage. Nehmt auf euch mein Joch, hier in Matthäus 11, 29. Und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und dann sagt er bemerkenswerterweise, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er lädt uns nicht mehr auf, wie wir tragen können. Aber wir müssen es lernen, stark zu sein in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht aus eigener Kraft zu leben, sondern aus seiner Kraft herauszuleben. In seiner Verbindung, im Gebet an ihm zu sein, in seinem Wort zu sein. Ja, okay? Das ist einfach damit gemeint. Jetzt kommen wir zur vierten Seligpreisung. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Ja? Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Ja? Die Luther-Übersetzung sagt, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ja? Also Jesus setzt es immer an uns, es ist gut, wenn ihr Durst habt. Es ist gut, wenn ihr hungert nach Gerechtigkeit. Wenn ihr hungert nach Wahrheit, ja? Dann will ich euch geben. Ja? Das ist auch diese Jahreslosung dieses Jahr. Gott gibt den Durstigen das Wasser des Lebens umsonst. Er gibt denen, die Fragen haben. Er gibt denen, die Hilfe bei ihm suchen. Okay? Das ist gut zu wissen. Ja, hier in Epheser 5, 8 bis 10 steht von dem, dass wir leben sollen als Kinder des Lichts. Kinder des Lichts, die leben aus dem Licht Gottes. Wir sind ja alle kleine Monde, ja, so gesehen. Der Mond hat auch kein eigenes Licht, aber die Sonne strahlt den Mond an. Und dann sehen wir einen erleuchteten Mond. Und so brauchen wir das Licht von Jesus in unserem Herzen, ja. Dass wir von ihm und von seiner Liebe durchdrungen und angestrahlt werden, damit wir Licht haben. Ja? Also Epheser 5, Vers 8. Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt, aber heute ist es anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Ja? Jesus sagt ja auch, wer mir nachfolgt, tut das Licht der Welt, und wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er bekommt ein Licht von Gott. Ja? Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Tun wir das. Prüfen wir in unserem Leben. Kann das Gott gefallen, wie ich lebe, wie ich wandle, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe? Gefällt es Gott? Ja, und sein Maßstab ist immer noch sein Wort. Und dann heißt es hier in Vers 9, ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, zur Gerechtigkeit und zur Wahrheit.
Ja? Sie hungern nach der Wahrheit, nach der Gerechtigkeit, ja? Und Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, ja? Danach sollen wir hungern, nach seiner Gerechtigkeit, ja? Eben hat es die Ulrike gebetet, ja? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Trachtet danach und es wird euch zum Leben gegeben, was ihr zum Leben braucht. Das ist eine starke Verheißung, aber da muss das Trachten auch da sein, okay? Jetzt kommen wir zur fünften Seligpreisung, ja, zur Barmherzigkeit. Ja. Glückselig sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Ja, kann man Barmherzigkeit üben? Ja, ganz einfach, indem man sie anwendet. Ja. Wenn wir die Geschichte vom barmherzigen Samariter sehen, ja. Er sah den, der unter die Räuber gefallen ist, wie er da am Wegesrand lag. Ja. Und er hätte gerne vorbeigehen, denn vorher sind da Leviten und Schriftgelehrte vorbeigegangen. Die hatten vielleicht keine Zeit gehabt. Vielleicht mussten sie zum Gottesdienst, ne, ihr Ritual abhalten oder so. Ja? Aber da war ein barmherziger Samariter, der hat sich dem unter der Räubergefallene angenommen. Der hat ihn verbunden, hat ihn seine Wunden da versorgt oder hat ihn dann in die Herberge gebracht, dass er dort weiterhin versorgt wurde. Ja? Das war Barmherzigkeit. Ja? Die Luther-Übersetzung sagt, die selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Von dem, der Barmherzigkeit ist. Von Gott. Ja? Und ein Mensch erntet das, was er sät. Ja? Und wenn wir Barmherzigkeit säen, werden wir von Gott Barmherzigkeit erlangen. Okay? Das ist gut zu wissen. Ja? Barmherzigkeit ist besser als Opfer. Gott gefällt es besser, wenn wir barmherzig sind, als wenn wir nur ein Opfer geben. Ja? Wenn wir selbst das Opfer sind, das gefällt Gott viel mehr. Ja? Hebräer 10, 25, lasst uns aufeinander Acht haben, uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Ja? Anreizen, dass wir Gutes tun, dass wir Barmherzigkeit üben und dass wir Ermutiger sind. Ich sage ja immer, Ermutiger braucht unser Land. Kritiker hat es genug. Jeder kritisiert und weiß irgendwo alles besser, irgendwo, aber er packt nicht mit an, dass es besser wird. Und das ist eines der größten Probleme in unserem Land. Ja? Wir sind Weltmeister im Murren und Meckern und im Kritisieren, ja? Aber im Anpacken, ja? Teil der Lösung zu sein, nicht ein Teil des Problems, da hapert es total in unserem Land. Und wir als Christen sollten da einen anständigen Kontrast darstellen. Ja? Dass wir wirklich, dass die Welt erkennt, die sind echt, die leben das, die reden nicht nur davon, die tun es, okay? Jetzt kommen wir zur sechsten Seligpreisung. Die Reinigung der Herzen muss Priorität haben. Denn Gott sagt hier was ganz Markantes, Jesus sagt hier was Markantes. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ja? Er stellt das also hier in Verbindung. Ein reines Herz wird Gott schauen. Ja? Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ja? Reines Herz, Gott gefällt es, wenn wir unser Herz reinigen lassen. Alles rausschmeißen, was da nicht da reingehört. Besonders die verborgenen Dinge, die man nicht so sieht. Neid, Eifersucht, Hader, Groll, Unversöhnlichkeit, Bitterkeit. Ja? All die Dinge, die beschleichen unser Herz, die sieht man nicht direkt. Aber wir sind selbst beladen davon. Unversöhnlichkeit. Wenn wir Menschen nicht vergeben können, dann haben wir ein Problem. Und wir führen uns selbst in Gefangenschaft. Da will Jesus uns frei machen, dass das Herz rein wird. Authentisch, echt. Ein echtes Original, der nicht etwas spielt, eine Rolle spielt, um Anerkennung zu finden, sondern der echt ist. Das liebt der Herr. Ja? Und er liebt den, der aufrichtig Buße tut und der seine Vergebung sucht. Wir werden herausgefordert in Sprüche 4,23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus fließt dein ganzes Leben, ja? Oder es beeinflusst dein ganzes Leben. Das ist mit die größte Herausforderung, dass wir unser Herz behüten, dass wir da keinen Müll horten, ja? Kein Ärger, kein Groll, kein Gram. Ja? Was der mir angetan hat, da kann ich nicht vergeben, da kann ich nicht drüber weggucken. Dann hast du ein Problem, dann ist dein Herz nicht rein. Wenn du das mit dir trägst, Enttäuschung oder Entmutigung, wo du denkst, Mensch,
Das ist nicht so, wie ich mir es vorstelle. Dann musst du mit Gott da ins Reine kommen und loslassen. Ja? Vergebung ist ja auch loslassen und das wirklich Gott zu überlassen. Loszulassen und die Hilfe von ihm zu erwarten. Ich schaue auf zu den Bergen, zu denen meine Hilfe kommt. Zu denen, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja? Er will uns Heilung geben von Verletzungen. Das geschieht auch mit Vergebung. Freiheit durch Vergebung, okay? Das will der Herr uns schenken. Und das ist auch so schön, wenn es geschieht. Friedensstifter werden aktiv. Die siebte Seligpreisung. Glücklich sind die Friedensstifter. Denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Gott ist ein Gott der Vergebung. Ja? Johannes, 1. Johannes 1, Vers 9. So eure Sünden bekennt, ist Gott treu und gerecht. Und er vergibt euch alle eure Schuld. Wir haben einen himmlischen Papa, einen Gott der Vergebung. Wenn das unser Papa ist, dann will er, dass wir als seine Kinder auch Vergebung haben. Das heißt, sich eine Haltung anzueignen, die immer zu vergeben bereit ist. Eine Bereitschaft, die immer, die nichts zurückhält. Ja? Wenn Jesus will, dass wir unsere Feinde segnen, dann will er das als erste Priorität mal, damit du frei bist. Von Ärger, von Unversöhnlichkeit, vielleicht sogar von Hass. Er will, dass du in der Freiheit lebst. Und damit du sein Kind bist. Ja? Darum vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben uns Entschuldigern. Wir lassen los, wir vergeben. Selig sind die Friedfertigen, ja? Denn sie werden Kinder Gottes heißen. Stiften, das hat mit Aktion zu tun. Wir werden ja aufgefordert, auch hier in 2. Korinther 5, ja, 18 bis 20, aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Du hast als Christ die Aufgabe, die Versöhnung zu predigen. Du hast die Aufgabe, ein Brückenbauer zu sein, ein Pontifex, ja? Eine Brückenbauerin, die den Menschen die Versöhnung predigt. Lasst dich versöhnen mit Gott. Das ist die Herausforderung. Lasst euch versöhnen mit Gott. Kommt ins Reine. Werdet frei in euren Herzen. Lasst los, alte Geschichten. Heilung fließt, Vergebung fließt, die Heilung der Verletzung fließt, die Wiederherstellung deiner Persönlichkeit fließt. Gott kann sogar deine Beziehungen, die vorher im Trümmer lagen, wieder aufbauen. Ja, durch Vergebung. Ja. Und da sind wir einfach dabei. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Söhne und Töchter Gottes, okay? Das wollen wir doch, oder? Jetzt kommen wir zur achten Seligpreisung. Ja, Jesus bereitete uns auf Verfolgung vor. Er hat gesagt, wenn er mit mir geht, das wird kein leichter Job, das wird hart. Es ist nicht leicht, ja. Wer mir nachfolgt, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und er verleugne sich selbst. Was heißt das, ja? Da musst du bereit sein, einen Preis zu bezahlen, wenn du mit Jesus gehst. Ja? Und er bereitet uns darauf vor. Und er sagt hier was Groteskes eigentlich, was die Gesellschaft vielleicht gar nicht versteht. Der normale Mensch versteht das nicht. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört das himmlische Reich. Ja? Interessant. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr. Ja? Wie kann man da glücklich sein? Wie kann man sich da freuen? Freuen dürfen sich alle, ja? Das geht übernatürlich. Das geht übernatürlich, mein Lieben. Das kommt durch den Heiligen Geist, ja? Wenn du weißt, hier hast du dich für Jesus eingesetzt und du erntest Spotthohn. Wir leben ja nicht da, wo du geknüppelt wirst deines christlichen Glaubens. Obwohl es viele Länder gibt, ja, die arabische Welt oder Nordkorea, und überall ist Verfolgung total, die werden geknüppelt ihres Glaubens wegen, ja. Und diese Verfolgung haben wir nicht, ja, weil wir doch immer noch in Religionsfreiheit in Deutschland leben, ja. Also Jesus bereitet uns darauf vor, okay. Er bereitet uns darauf vor, ja, ein Jünger. Echte Jünger stellen sich zu Jesus und sind bereit, den Preis zu bezahlen. Das ist wichtig, dass ich diese Bereitschaft mitbringe, ja?
Ich will für ihn stehen. Ja, das letzte Mal habe ich darüber gesprochen. Für ihn zu stehen, für ihn zu gehen, für ihn Botschaft zu sein. Bereit zu sein, ihn zu bekennen vor den Menschen. Denn Jesus sagt etwas Markantes hier in Matthäus 16, 22 bis 23. Ja, er stellt hier, habt ihr Menschenfurcht oder habt ihr Gottesfurcht? So stellt er das in den Kontrast. Ja. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, sagt er, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Das ist mir immer ein ganz ernstes Wort. Bin ich bereit, für meinen Herrn einzustehen, für ihn Botschaft zu sein? Bin ich bereit, für ihn seine Werte zu vertreten unter meinem Bekanntenkreis, unter meinen Freunden, die ihn nicht kennen? Bin ich bereit, für ihn in den Riss zu treten? Bin ich ein echter Brückenbauer, der bereit ist, Spott und Hohn auf sich zu nehmen, der bereit ist, sein Image dran zu geben? Ich glaube, da schaut Gott hin, ob wir hier eine Bereitschaft haben. Ja? Der Heilige Geist schaut hin, ob wir eine Bereitschaft haben, uns gebrauchen zu lassen. Ja? Und wenn wir da die Bereitschaft haben, dann gibt er uns auch Impulse. Jetzt rede, jetzt sprich. Jetzt bekennen. Ja, gestern waren Marco und ich mal wandern, da haben wir unterwegs Menschen gefunden, ja, mit denen wir über Gott reden konnten. Ja. Aber dann frage ich auch, Heiliger Geist, wo ist dein Ansatzpunkt? Wo kann ich ansetzen? Ja, wo kann ich jetzt über dich reden? Und dann kommen Gelegenheiten, dann kommen wir auf Themen zu reden, dann weiß ich, jetzt rede ich. Jetzt zeige ich auf meinen Heiland hin, auf meinen Retter, auf meinen Löser. Und haben wir wunderbare Gespräche gehabt gestern im Wanderweg. Ja, war ein schöner Wanderweg, war eine tolle Zeit, war im Moment richtig Sommer, ja, im April Sommertemperaturen, 29 Grad waren gestern, aber jetzt wird auch nochmal warm werden, ist doch toll, okay. Bekenne dich zu Jesus, jetzt die letzte Seligpreisung, freue dich über Lügen und Verleumdung. Das ist schon hart, ja, was sagt denn Jesus hier, ja, was ist denn das für eine Lehre? Ja, der Zimmermann, der hat schon interessante Dinge gelehrt, weil er kam von dort, ja, kam vom Himmel und er hat den Vater im Himmel gekannt und er kannte ihn und er wandelte mit ihm im Heiligen Geist, ja. Hier 9 heißt es, glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werden, weil ihr mir nachfolgt, ja. Interessant, ja. Das müssen wir im Herzen haben. Ja, freut euch und jubelt. Oh Jesus, was Mensch du da, Lord. Das kann ich mich doch nicht freuen, wenn sie lästern über mich, wenn sie spotten über mich, wenn sie meinen Ruf in den Dreck ziehen und Lügen über mich erzählen. Haben wir alles schon erlebt. Aber wenn du im Geist bist, dann kannst du dich daran freuen. Denn du weißt, du tust es für deinen Herrn und der Herr hat alles für dich getan. Er hat sich peitschen gelassen für dich. Er hat sich die Dornenkrone im Kopf drücken lassen. Er hat sich anspucken lassen, obwohl er eigentlich der Sohn Gottes war, dem alle Ehre gebührt. Er hat es für dich getan, ja? Ja, freut euch und jubelt, im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Gott ist ein reicher Belohner für die, die den Preis bezahlen. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Ja, denen hat man genau so das angetan, weil sie die Wahrheit Gottes transportiert haben. Und wenn wir die Wahrheit Gottes reden, das wollen die Menschen heute nicht mehr hören. Ja? Segne deine Feinde, bete für die. Ne? Ja? So ist es aber. Gott will, dass wir anders sind. Okay? Das drückt hier auch diese Seligpreisung aus. Und bei alledem ist es gut, wenn wir wie David auch beten. Ja, als Christen brauchen wir ein ungetrübtes Verhältnis zum Heiligen Geist. Ich sage immer, heute brauchen wir mehr denn je den Heiligen Geist in unserem Leben. Ja? Damit wir die Welt mit ihrer Lust überwinden können. Damit wir den Teufel, der Satan, der brüllt wie ein Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja? Und dass wir unser Ego überwinden können. Unser Egoismus, unsere egoistische Natur, die immer regieren will. Ich, meiner, mich, meine Ziele, meine Aufgaben. Ich bin doch so wichtig. Ich sagte, du bist nicht der Mittelpunkt der Welt. Du bist berufen, ein Jünger oder eine Jüngerin zu sein und Jesus nachzufolgen. Ja?
Und David hat einfach immer dieses Verlangen gehabt. Ich will ein ungetrübtes Verhältnis zum Heiligen Geist. Wenn du Psalm 51 liest, dort spricht er von echter Buße. Ja? Und dort spricht er von diesem Verhältnis zum Heiligen Geist. Und das brauchen wir auch. Erschaffe in mir ein reines Herz, sagt er hier in Vers 12. O Gott, erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Ja? Beständigkeit, ich bleib dran, ich gehe in die Bibelstunde, ich gehe in die Gottesdienste, beständig, ich bin kein U-Boot-Christ, der alle paar Wochen mal auftaucht. Ja? Ich bleib dran. Stoße mich nicht von dir und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ja? Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Sünde trennt immer noch von Gott. Und der Geist Gottes wird betrübt und er zieht sich zurück. Er zieht sich auch zurück, wenn wir schweigen und nichts mehr sagen. Er zieht sich zurück aus deinem Leben. Und du lebst dein Fleisch und du merkst es nicht. Ja? Du wandelst nur noch im Fleisch und du merkst es nicht. Du meinst, du hättest eine gute Beziehung mit Gott, aber der Heilige Geist ist gar nicht mehr dabei. Und das ist heute das größte Problem in den Gemeinden. Ich weiß gar nicht, wieso es so eindringlich wäre, aber es ist vielleicht der Geist Gottes, der mich treibt. Ja, es ist so, ihr Lieben. Ja, ich erzähle nicht irgendwelche Märchen. Ich erzähle euch, wie es ist. Manchmal ist es hart. Ja? Okay, ich will jetzt mal beten noch, dass wir diese Seligpreisungen auch erkennen, im Herzen tragen. Also willst du dieses Glück, das Jesus uns hier beschreibt, in dein Leben hineinholen? Dann heb einfach deine Hand. Ja. Ja. Gut, der Herr sieht's, ja. Und ich will noch einmal dafür beten. Vater, ich danke dir so, dass du uns hilfst, Herr, dass du uns wirklich hilfst, dass wir bei dir einfach das Glück suchen. Dass wir bei dir den Frieden suchen, der Friede Gottes, der höher ist für alle Vernunft, dass er in unsere Herzen fließt durch den Heiligen Geist. So segne jeden Zuhörer mit einem barmherzigen Herzen. Mit einem sanftmütigen Herzen, mit einem demütigen Herzen, damit wir dich einmal schauen können. Segne uns mit Versöhnung, mit Vergebung, mit einem Loslassen, dass wir es schaffen, unsere Feinde zu segnen. Segne uns, Herr, mit einem versöhnenden Herzen, dass wir auch die Versöhnung den Menschen bringen, Herr. Denn du hast uns versöhnt mit dem himmlischen Vater, Jesus. Wir danken dir so, dass du uns hilfst, Herr. Du bist einfach auch mit uns eingejocht. Dein Joch ist leicht. Du bist mit uns eingejocht, Herr Jesus, und du trägst die Hauptlast. Wir wollen stark sein in dir und der Macht deiner Stärke. Wir wollen aus deiner Kraft leben, nicht mehr aus unserer eigenen Kraft. Gib uns ein reines Herz, dass wir alles abladen, was Groll, was Neid ist. Dass wir neidisch sind auf unsere Geschwister oder auf unsere Mitmenschen, Herr. Dass wir Eifersucht in uns tragen, Herr. Wir werfen das auf dich, Herr Jesus. Dass wir allen Groll bei dir abgeben, Herr. Und alle Unversöhnlichkeit. Wir wollen, dass du da reinkommst und damit dein Frieden in unsere Herzen fließt. Dein Glück, deine Freude, Herr. Und wir wollen uns auch freuen lernen, Herr, wenn sie Lügen über uns erzählen oder uns in den Dreck ziehen, nur weil wir an dir festhalten. Wir wollen uns freuen lernen, Herr, im Heiligen Geist. Darum segne jeden Zuhörer und lass ihn das Glück empfangen, lass ihn die Freude empfangen, die von innen kommt. Lass jeden Einzelnen diese Friede empfangen, der höher ist für alle Vernunft. Vater, so segne ich jeden Zuhörer in dem wunderbaren Namen Jesus. Okay, jetzt zeige ich uns mal noch 12 Tipps auf, okay? 12 Tipps, geht einfach da mal mit, ja? Ich will uns ein paar Lebenshilfen geben, wie wir auch mehr Glück empfangen können. Ja? Es ist ja irgendwie, jeder ist seines Glückes Schmied, sagt man. Ja? Oder man kann auch sagen, gute Entscheidungen erleichtern mein Leben. Ja? Und was kann mich jetzt so in dieses Glück hineinbringen? Was kann mich hineinbringen, dass ich alltägliches Glück empfange? Oder alltägliche Freude empfange? Erstens mal, sieh das Wunder in allen Dingen. Ja? Sieh das Wunder in allen Dingen. Sieh den Gott der Schöpfung. Ja, gestern war Marco unterwegs da, die Schöpfung, alles blüht auf, die Blätter im Wald werden wieder so hellgrün, es duftet alles. Ja? Die Blumen, alles, die Pflanzen, die kommen hoch, ja? Und das ist so schön zu sehen. Ja?
Sieh dieses Wunder in seiner Schöpfung. Römer 1, Vers 20 sagt, dass man Gott erkennt in der Schönheit der Schöpfung. Ja? Zweitens, behalte deine Begeisterung. Behalte deine Begeisterung für Gott. Ja? Ja? Römer 12, Vers 11 sagt, dass wir brennend im Geist sein sollen. Was heißt denn das, brennend im Geist zu sein? Das heißt, vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Geist der Freude und des Brennens. Und wenn wir im Geist brennen, dann sind wir voller Freude. Wir erkennen die Schönheit seiner Schöpfung. Ja? Und dritte Anweisung, ja, hilf anderen. Ja? Römer 12, 21, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Ja? Das ist die Anweisung, bekämpf das Böse mit dem Guten. Das ist anders. Ja? Die Welt sucht Vergeltung, die Gesellschaft Vergeltung, dass man Gleiches mit Gleichem vergeltet, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die leben im Alten Testament, aber wir leben im Neuen Testament. Ja? Darum tu Gutes. Ja? Werde aktiv für Gott. Ja? Wirke irgendwo mit, wo du anpacken kannst, wo den Menschen dienen kannst, eine Dienstleistung machen kannst. Ja? Ich arbeite immer an der Tafel mit und das macht mir Freude, deine Dienstleistung zu tun für die Menschen in der Stadt, denen es schlechter geht wie mir. Einfach daran Anteil zu haben. Ja? Hilf anderen. Viertens, tue Dinge, in denen du gut bist. Ja? Ich sage ja immer, jeder soll in seinen Talenten und in seinen Gaben dienen. Und du hast Gaben, du hast Talente. Ja? Und du darfst sie anwenden zur Ehre Gottes. Und das ist so schön, wenn das geschieht, auch in der Gemeinde. Jeder bringt seine Gaben ein, seine Talente und wir freuen uns alle dran. Das ist so gut, ja? Arbeite vielleicht nicht so viel an deinen Schwächen, arbeite mehr an deinen Talenten und an deinen Gaben. Und bring die zur Ehre Gottes ein. Ja? Das ist gut, wenn wir das tun. Lese das Buch der Bücher. Ja? Das ist vielleicht eine fünfte Anweisung. Lese das Buch der Bücher. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jeglichem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Und Gott offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und er tut das heute noch. Er offenbart sich durch sein Wort. Wenn du Gott kennenlernen willst, dann liest du die Bibel. Du lernst ihn kennen, seinen Charakter besser zu verstehen. Und du bekommst einfach Kraft. Eine Kraftquelle. Ich schließe mich an das Wort Gottes an. Ja? Dann schränke den Fernsehkonsum ein oder den Internetkonsum. Schalte mal wieder die Kisten aus. Radio, Fernseh, alles, was dich so ablenken will und was dich so ja, von Informationsüberfluss dich überschüttet. Und das kostet manchmal auch Kraft. Darum schränke das ein, komm in die Ruhe, ja, dass du Ruhe findest für deine Seele. Jesus sagt, geh ins Kämmerlein, ja, schließ die Tür ab. Heute könnte man sagen, geh ins Kämmerlein, schließ dein Handy, mach das aus, dein Laptop aus, mach dein Fernseher aus. Und jetzt du und Jesus und der Vater im Himmel und der Heilige Geist allein mit dir. Und dann hast du die schönste Zeit. Und wenn du das nicht erlebt hast, dann musst du das Erleben lernen, weil es gibt keine schönere Zeit. Ich genieße das. Einsame Zeiten mit Gott sind für mich die schönsten Zeiten. Weil er zu mir spricht, weil er mein Herz füllt, weil er mir seine glühende Freude schenkt. Amen. Gibt es das? Kennst du das? Ja? Und das will er auch bei uns tun. Sechstens, liebe deine Arbeit. Ja? Liebe das, den Job, den du hast. Ja? Vielleicht ist es manchmal schwer, den zu lieben, aber der Herr will uns helfen. Ja? Kolosser 3, 23 heißt es, alles was ihr tut, das tut von Herzen. Als dem Herrn. Dann tue ich es anders. Ja, wenn ich für den Herrn tue oder den Menschen diene, eine Dienstleistung mache, wenn ich für den Herrn tue, tue ich es anders. Ja? Siebtens, da habe ich mal Gymnastik, Turnen, Sport, Training. Ja? Der Mensch hat über 50 äußere Muskeln. Und ich sage immer, es ist gut, die zu betätigen. Ob du turnst oder ob du wandern gehst, ob du spazieren gehst, bewege deinen Körper. Charlie, ja, bewege deinen Körper, dann fallen die Kilos runter. Ja. Es ist einfach gut. Ja. Ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio und laufe manchmal durch den Berg. Und ich brauche das. Ja. Es tut mir gut. Es hilft. Ja. Sich gesund zu ernähren ist gut. Ja. Trink viel Wasser, ernähr dich gesund. Ja. Nicht mehr so viele fettige Dinge, nicht mehr so Sachen, die ungesund sind und die einfach so
uns noch irgendwo an Kilos zunehmen lassen, anstatt abnehmen zu lassen. Ja? Ich sage immer, ich muss abnehmen und der Herr muss zunehmen. Ja? Und er hilft uns dabei. Mach Sport irgendwie, mach was. Ja? Achtens, stell dich deinen Ängsten. Ja? Das heißt auch, dass ich die Angst überwinde. Ja? In Josua 1, Vers 9 heißt es, sei mutig und stark. Ja, da habe ich mal draufgeschrieben. Sei stark und mutig, weil Jesus dich liebt. Sei stark und mutig, weil der Herr, dein Gott, mit dir ist. Bei allem, was du tust. Du hast ihn den ganzen Tag dabei. 24 Stunden die Woche. Ja? Stell dich dem. Ja? Der Herr ist bei dir. Ja? Glaube an dich. Psalm 139. Glaube an dich selbst. Du bist ein einmaliges Original. David erkannte es so. Herr, du hast mich im Mutterleibe geschaffen. Du hast mich wunderbar gemacht. Danke. Nimm dich so an, wie er dich geschaffen hast. Du bist einmalig, wertvoll, von Gott geliebt. Ja? Und das darfst du erkennen. Und so darfst du dich akzeptieren. Ja? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber wenn du dich selbst nicht lieben kannst, dann kannst du auch deinen Nächsten nicht richtig lieben. Ja? Dann fehlt dir was. Ja? Suche Nähe von Freunden, Familie und Gemeinde. Gott hat uns als Gemeinschaftsmenschen gemacht. Auch als Christen sollen wir die Gemeinschaft suchen. Sich der Gemeinschaft nicht entziehen. Ja? Und Gemeinschaft baut auf, wenn sie die richtige Qualität hat. Ja? Und der Herr will uns dabei helfen. Ja? Hab Gemeinschaft. Such auch die Nähe mit Freunden, mit Familie. Halte deine Beziehungen auf einem guten Niveau. In der Versöhnung, in der Vergebung, in dem, dass man einander Gutes sagt, dass man ermutigt, dass man aufrichtet. Ein letzter Tipp, lasse dein Herz dein Kompass sein. Ja? Eben haben wir gehört, ja, bewahre dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ja, ich sage auch immer, der Kompass, der Navi ist der Heilige Geist. Und er gibt dir, was du brauchst. Und dazu wünsche ich euch einfach, dass ihr das umsetzt. Ja, das war vielleicht schon ein bisschen viel, aber der Herr will uns froh machen. Er will uns Freude schenken und er will uns glücklich machen. Darum seid gesegnet in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Amen.